رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا، وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. طيب بارك الله فيكم. In Sira waren wir im Jahre 5. Und heute reden wir über das Wort Al-Khandaq. Auf Deutsch Tunnel, Graben, Khandaq, Graben, Grabschacht oder so. Khandaq, ja. Auf jeden Fall, die Araber in der arabischen Halbinsel, die gegen den Propheten Sallallahu waren, wie Quraysh und andere arabische Stämme, die Juden in Medina, nachdem der Prophet Banu Qaynuqa und Banu Nadir von Al-Medina verbannt hat, dann diese, das wird Juden, die Araber und die Heuchler, diese drei, sie waren natürlich bemüht, dass sie den Islam vernichten und dass sie den Propheten eventuell töten und diese Dawa zum Sterben bringen. Huyay ibn Akhtab von Banu al-Nadir. Huyay ibn Akhtab war Führer von einem jüdischen Stamm. Der Prophet ﷺ hat sie von Medina verbannt. Salam ibn Abi al-Huqayq und Kinana ibn Rabi. Diese und einige Leute von Quraysh, sie haben sich versammelt und die Qurayshi haben ihnen gesagt, wir haben vor, die Medina anzugreifen. Dann haben die jüdischen Stämme gesagt, wir werden dabei sein. Normalerweise gab es einen Vertrag zwischen dem Propheten und den Juden, dass keiner von den beiden, von Muslimen oder von Juden, einen Feind gegen die andere Gruppe unterstützt. So war der Vertrag. Und das kennt man heute in Verträgen zwischen den Staaten oder zwischen den Gruppen oder den Stämmen. Normalerweise, wir Muslime und die Juden, wir haben die gleichen Grundlagen. Wir glauben an einen einzigen Gott, wir glauben an die Propheten, glauben an Paradies, an Hölle, viele Rituale, viele Regeln in der Religion sind dieselben. Und eigentlich, die Juden, die Muslime sind näher zueinander als die Juden zu Götzenanbetern oder die Muslime zu Götzenanbetern. Das heißt, eigentlich die Juden, die Christen, die Muslime sind näher zueinander als die Atheisten oder die Leute, die keine Religion haben, so weiter und so fort. Aber subhanallah, als diese Gruppe von den Juden zu Quraysh kamen, dann haben die Quraishi gefragt, die haben den Juden gefragt, die Juden gefragt nicht. Ihr seid doch Leute der Schrift, ihr habt Schrift. Und ihr wart vor den Muslimen, vor Mohammed. Ja, welche Religion ist besser? Religion von Mohammed oder Religion von Quraysh? Die Quraysh, die beten Götzen an. Was ist das erste Gebot? Bei den Christen, bei den Juden? Du darfst keinen anderen Gott anbeten außer deinen Gott, dienen außer deinen. Und die Quraishi beten Götzen an. Und wir sagen, wir beten Allah allein und einzig an. Das wäre es besser. Aber trotzdem haben die Juden ihnen gesagt, eure Religion ist besser als die Religion von Mohammed. Nasallahu alaihi wa sallam. Das ist koranisch bewiesen. In Surat al-Nisa, der 51, 52. Auf jeden Fall,
Dann haben die Juden von ihrer Seite weitergemacht und die Quraishi von ihrer Seite, bis sie so viele Leute gesammelt haben. Quraish wurde von Abu Sufyan geführt mit 4000 Männern. 4000. 300 Reiter, 1500 Kamele, Ratafan sind auch dabei gewesen mit 1000 Kämpfern. Also die sind jetzt 5000. Banu Murra 400, Banu Sulaim 700 und so weiter und so fort, bis sie 10.000 Mann stark, sage ich jetzt, Armee, starken Armee gebildet haben. Hauptführer dieser Armee oder Befehlshaber war Abu Sufyan. Und das war im Jahre 5 in Shawwal, Wallahu ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das mitbekommen, dass die Quraishi und die Araber mit 10.000 Mann starke Gruppe gegen ihn marschieren oder zu Medina marschieren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich wollte wissen, was die Sahaba sagen. Dann sagte Salman al-Farisi, Salman aus Persien. Er hat ihm gesagt, O Gesandter Allahs, am besten ist, dass wir einen Graben graben und wir gucken, welche Seite, wir sehen, welche Seite die Schwachstelle für uns ist. Und da hat der Prophet sallam, entschieden, dass sie das machen in der nördlichen Seite. Eine Seite von Medina, barakallahu fikum, waren die Berge und die können nicht. Und von einer Seite waren die Palmen und durch die Palmen konnten sie nicht. Und von einer Seite waren die Juden. Und der Prophet hat mit ihnen einen Vertrag. Und deshalb gab es nur eine Seite. Deshalb hat man entschieden, nördlich von Al-Madina ein Graben zu graben, damit man die Medina schützt. Dann haben die Muslime angefangen zu graben und der Prophet ist dabei. Subhanallah, hier, die Leute aus Mekka sagen, Salman ist von uns. Und die Leute aus Medina sagen, Salman ist von uns. Der Prophet sagte, nein, Salman ist von uns, Familie des Propheten Muhammad, als Ehre für ihn. Und die Sahaba sagen, Nahnu alladhina bay'u Muhammada. Wir sind die Leute, die dem Propheten Mohammed treu geschworen haben, dass wir uns bemühen, solange wir am Leben sind, mit ihm, mit dem Propheten. Und er sagt, Allahumma la aisha illa aishu al-akhira. O Allah, es gibt kein Leben, außer das Leben im Jenseits. O Allah, schenk den Muhajirin und Ansar Verzeihung und Vergebung. Natürlich, barakallahu fikum, und der Prophet sallam trägt mit ihnen und die arbeiten alle zusammen, aber die Heuchler, wal'iyadhu billah, die haben sich zurückgezogen und die haben Ausreden erfunden, gelogen, da haben sie nicht mitmachen. Während sie, die Sahaba und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Graben graben, da könnten sie nicht mehr, weil es ein großer Stein im Wege stand und sie könnten diesen Stein, sage ich jetzt, nicht kleiner machen. Dann haben sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Axt von Salman genommen. Und er hat einmal geschlagen. Und da hat man Licht gesehen. Dann nochmal
und nochmal. Da hat man den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, was ist das? Meine, sie haben gesagt, das Licht war so, als wenn du in der Nacht bist und dann wird das zu Tag. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich hab die Schlösser von Al-Hira gesehen und von Kisra, seine Hauptstadt, gesehen. Und dann kam Jibril und er hat mir gesagt, deine Umma wird die Persen besiegen. Beim zweiten, ich habe die Schlösser von Rom, von den Römern gesehen. Und Jibril kam zu mir und sagte, deine Umma wird die Römer auch besiegen. Und das dritte, ich habe die Schlösser von Sana'a gesehen, von Sana'a in Jemen. Und Jibril kam zu mir und hat gesagt, deine Umma wird das haben. Dann sagte der Prophet, das ist eine frohe Botschaft für euch. Dann haben sie sich gefreut. Und genauso wie der Prophet das gesehen hat, passierte dann später Alhamdulillahi Rabbil Alam. Barakallahu fikum, sagt Macheran, wie könnte der Prophet das sagen, während er, sage ich jetzt, gegraben? Was kann ein Mensch erklären? Wie kann man das erklären, was der Prophet damals gesagt hat? Er hat das genau gesagt. Persien, Römer, dann Jemen, die Muslime werden das haben. Und das kann nur Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala sein. Auf jeden Fall, die Muslime waren 3000. Und all die Götzenanbeter näher kamen, dann haben sie etwas gesehen, was sie nicht gekannt haben. Also diese Art von Krieg haben sie nicht gekannt, die Araber. Salman hat das von Persien gekannt, aber die nicht. Und dann wollten sie wissen, was los ist. Und sie haben dort ihr Lager geschlagen und sie haben gewartet. Auf jeden Fall, Huyay ibn Akhtab al-Nadri von Bani Nadir, er hat, barakallahu fikum, erst zu Bani Qurayza gegangen und er hat mit ihnen gesprochen, dass sie den Vertrag mit dem Propheten kündigen. Und sie haben das gemacht. Sie haben gesagt, schaut mal, das sind die Araber, die sind gekommen. Und wenn sie ihn besiegen und töten und ihr, das wird die Juden, nicht mitmacht, dann werdet ihr auch getötet. Deshalb besser ist für euch, ihr kündigt den Vertrag mit dem Propheten und ihr seid auf unserer Seite. Der Führer von Bani Qurayza, er hat ihm gesagt, Ka'b ibn Asad. Er hat ihm gesagt, aber ich habe von Mohammed nur Gutes gesehen. Er war treu zu uns und er war ehrlich zu uns. Er hat ihm gesagt, wie ich dir gesagt habe. Dann haben sie akzeptiert. Der Prophet ﷺ hat Leute geschickt von Sahaba, damit sie gucken, damit sie hören, ob das stimmt. Dann kamen sie zurück und die haben ihm gesagt, das stimmt. Das wird, die Juden haben den Vertrag gekündigt. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, das war eine sehr schlimme Zeit für die Muslime und es war notwendig, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann eine Gruppe von Sahaba, 200 Leute, zu Bani Qurayza schickt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam Angst gehabt hat, wenn er sie lässt und die fallen ihn vom Hinten, dann wird er verlieren mit Sicherheit. Und deshalb war die Armee der Muslime dann weniger geworden. Einige von den Kuffar von Quraysh und von den Arabern, sie wollten unbedingt dieses Graben queren und zu den Muslimen, dass sie die Muslimen gelangen, da haben sie dort kämpft. Und einer von ihnen war Amr ibn Abdud.
Und der hat man ihm gesagt, der war der tapferste Araber, Kämpfer. Der ist reingekommen zu diesem Graben und er hat gesagt, wer wird gegen mich kämpfen? Ich bin der. Dann ist Ali ibn Abi Talib, Radwanullahi alayhi, zu ihm gegangen. Nur ein Schlag war Amr ibn Wud schon tot. Und die Kuffar natürlich haben ein bisschen Angst bekommen. Das ist Amr ibn Wud von Ali, Radwanullahi alayhi. Dann gab es auch andere, Barakallahu fikum, die wurden auch getötet. Aber was sollte man tun in diesem Zusammenhang, Barakallahu fikum? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, am besten, dass wir diese Gruppe, auseinanderbringen. Dass wir die Araber gegeneinander hetzen, damit sie nicht zusammenbleiben. Und hier, Barakallahu fikum, kam Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i. Und dieser Nu'aym, Barakallahu fikum, war, subhanallah, war so schlau. Und er hat den Islam geheim angenommen. Er hat seinen Islam nicht bekannt gemacht. Er kam zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und er hat ihm gesagt, o Gesandter Allahs, ich habe den Islam angenommen. Ich will das nicht sagen, aber erlaubst du mir, dass ich was mache? Er hat gesagt, ja. Nu'aym ist dann zu den Arabern gegangen. Er hat ihnen gesagt, schaut mal, die Juden haben euch verraten und die werden euch bekämpfen. Und er ist zu den Juden gegangen und er hat ihnen gesagt, die Araber haben euch verraten und die werden sich mit Mohammed verbünden und die werden euch töten. Und als Beweis, die werden von euch verlangen, dass ihr ein paar junge Leute von euren besten Familien als sozusagen als Sicherheit gibt. Und die Juden sollten 70 von den Arabern nehmen. Dann haben sie gesagt, aha, die haben geglaubt, was los ist. Und deshalb, Barakallahu fikum, da hat Abu Sufyan gesagt, wir werden zurückkehren. Wir werden zurückkehren. Andere haben gesagt, nein und so weiter. Und dieser Bund war zerbrochen da. Mit den Juden, mit den Arabern und mit den anderen. Und sie wollten gegeneinander dann kämpfen. Dann gab es, subhanallah, der Prophet sallam, hat mit Gebet gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Sturm gegen sie geschickt. Das hat ihre Zelte gerissen vom Boden und sie könnten einander nicht mehr sehen und sie haben das als Zeichen angesehen, dass sie zurückkehren und sie sind dann zurückgekehrt und die Muslime haben gewonnen mit Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, ohne auch, dass sie gekämpft haben. Und hier, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, kam Jibril alayhi salam zum Propheten Muhammad sallallahu alayhi wasallam und er sagte ihm, du darfst deine Kriegskleidung nicht ausziehen, bis du nach Bani Qurayza gehst. Und deshalb sagte der Prophet sallam, zu seinen Gefährten, keiner von euch betet Asr außer in Bani Qurayza. Und dann ist der Prophet sallam, zu ihnen. Auf jeden Fall dann wurden sie von Medina verbannt auch. Und da gab es nicht mehr in Medina von Juden. In diesem Jahr, Barakallahu fikum, hat der Prophet sallam, Zainab bintu Jahsh Radwanullah alayha geheiratet. Nachdem Zaid ibn Haritha sich von ihr scheiden lassen hat. Zaid ibn Haritha war Adoptivkind vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aber dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Adoption verboten. Und als das Zaid ibn Haritha, der hieß Zaid ibn Muhammad, dann hat man wieder gesagt Zaid ibn Haritha. Er hat sie geheiratet, aber sie haben große Probleme. Der Prophet sallam, wollte sie selber heiraten, aber er könnte das nicht sagen und nicht zeigen, weil Zaid sie geheiratet hat. Dann hat Zaid sie verlassen
und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie geheiratet. Und natürlich, barakallahu fikum, das war ein Beleg und Beweis, dass wir keine Adoption im Islam haben. Und übrigens, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mehrere Frauen geheiratet hat, das war ein Beweis, dass er der Gesandte Allahs ist. Eine Person heiratet mehrere Frauen und keine einzige Frau von ihnen kritisiert ihn, sondern alle loben ihn. Und die waren immer mit ihm, sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Und es gab für diese Mehrehe viele Weisheiten, was wir auch voriges Mal erklärt haben. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Und in diesem Jahr, barakallahu fikum, wurde Al-Hijab als Pflicht für Frauen herabgesandt. Im Jahre 5 nach der Auswanderung. Und subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala hat das herabgesandt. Dann haben die Frauen sich sofort bedeckt. Ohne Wenn und Aber. Ohne dass die Frauen gesagt haben, nein, warte, ich brauche noch Zeit, ich will davon überzeugt sein. Oder was werden die Leute sagen? Sofort haben sie sich bedeckt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies natürlich, Al-Hijab, war am Anfang nicht Pflicht. Die Frauen haben sich natürlich bedeckt und so weiter. Aber diese Art von Bedeckung, die islamische Bedeckung, heißt nicht nur, dass die Frau ihr Kopf bedeckt, sondern ihr ganzen Körper, außer Gesicht und Hände, was die Gelehrten natürlich unterschiedlich interpretiert haben. Und das war in diesem Jahr. Auch barakallahu fikum, die Ansicht, die einige Gelehrten auch angenommen haben, in diesem Jahr hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch die Tochter von Abi Sufyan, Ummu Habiba, geheiratet. Und Ummu Habiba, barakallahu fikum, die war von den ersten Muslimat, die den Islam angenommen haben. Und sie kam mit ihrem Mann, der starb. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sie geheiratet. In diesem Jahr auch, barakallahu fikum, wurde Al-Hajj, sage ich jetzt, zur Pflicht gemacht für die Muslime. Manche Gelehrten sagen im Jahre 5, andere Gelehrten sagen im Jahre, aber Allahu alam, das war im Jahre 5. In diesem Jahr starb Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh war ein Führer von Al-Medina. Ein Führer von Al-Medina. Und bei Al-Khandaq wurde er verletzt durch einen Pfeil. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn mit Feuer behandelt. Aber, subhanallah, er ist gestorben. Aber bevor er starb, er war der Richter zwischen den Juden und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zwischen Bani Qurayza und dem Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat natürlich erzählt, dass er ins Paradies kommen werde. Das waren die wichtigsten Themen, die im Jahre 5 nach der Auswanderung von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam passierten. Und das nächste Mal, inshallah, fangen wir mit Jahre 6 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك